So, hallo miteinander, willkommen zum ersten Track nach der Mittagspause. Der erste Vortrag ist über die Shogun und die QGIS-Integration von Thorsten Brassat. Und dann sind wir mal gespannt, was sich hinter dem Akronym Shogun verbirgt. Hinter dem Akronym Shogun. Gut, fangen wir damit gerne einfach mal an. Shogun ergibt sich aus einzelnen Komponenten der Name. Das steht einmal das S für Spring, H für Hibernate, O für Open Layers, G für GeoServer. Und weil uns dann nichts mehr eingefallen ist und noch vieles mehr, und dann ergab sich der Name Shogun, was wie gesagt entsprechend kurz erklärt ist. Gut, ich möchte Ihnen gerne das Shogun bzw. Shogun QGIS-Integration vorstellen. Das heißt, dass Sie die Möglichkeit haben, WebGIS-Applikationen vom Desktop aus zu administrieren. Und möchte Ihnen dann in den nächsten Minuten kurz ein bisschen was zu mir bzw. zur Firma sagen. Rückblick, Motivation, wieso, weshalb, warum wir uns für den Vortrag entschieden haben, bzw. wieso wir das halt umgesetzt haben. Die Komponenten QGIS, GeoServer, Shogun ein bisschen kurz erläutern, werde dann auch mal ein bisschen was zu dem QGIS Shogun Editor sagen und einen kurzen Ausblick geben, was wie gesagt in diesem Open Source Projekt bzw. entsprechend an dem Tool möglich wäre, noch entsprechend zu konfigurieren bzw. zu machen. Mein Name ist Thorsten Brassat. Ich bin Geschäftsführer der Terrestris seit dem 01.01.2017. Und die Terrestris, wie gesagt, haben Sie vielleicht unten im Ausstellerraum gesehen. Vielleicht waren Sie gerade beim Catering. Wir stehen also mehr oder weniger hervorragend positioniert direkt daneben. Können Sie auch, wie gesagt, in den nächsten Pausen gerne vorbeikommen. Wir machen entsprechende Open Source GIS-Lösungen, Geodateninfrastrukturen, sind ansässig in Bonn. Und letztendlich können Sie bei uns Lösungen bekommen von Konzeption über Entwicklung bis hin Projektlösungen, aber halt auch dann die klassischen Komponenten Support, Schulung, Wartung, die wir, wie gesagt, halt für unsere Kunden in entsprechenden Lösungen umsetzen. Hier nochmal einen kleinen Überblick. Wie gesagt, die Kollegen, die gesagt da sind, momentan sind wir 17 Personen. Vier sind, wie gesagt, die Tage hier. Wir können uns, wie gesagt, gerne am Stand unten besuchen bzw. da auch vorbeikommen. Rückblick bzw. die Motivation, warum wir den Shogun Editor gemacht haben. Im letzten Jahr hat mein Kollege, der Till Adams, auch schon einen Vortrag gehalten zu QGIS GeoServer und Shogun im Zusammenspiel. Den hat er dann auf der FOSGIS 2018 gehalten. Und letztendlich ging es darum, ein Management zu verdeutlichen, wie Sie halt aus dem GeoServer, wie gesagt, Layer exportieren können, beziehungsweise aus dem QGIS heraus Layer exportieren können, wie gesagt, in den GeoServer zu überführen und dann, wie gesagt, halt auch in dem Shogun zu publizieren. Das war alles immer ein bisschen, ja, manuell. Und von daher gab sich, wie gesagt, die Überlegung, weil diese Synchronisation manuell über die Shogun-Oberfläche erfolgen sollte beziehungsweise musste, dass wir überlegt haben, was können wir machen, um aus dem QGIS heraus, sage ich mal, die Layer beziehungsweise Applikationen, die angelegt werden, direkt in das Shogun zu überführen, ohne, sage ich mal, den komplizierteren Weg mit dem Export, wie gesagt, der Layer beziehungsweise vorzugehen. Die Motivation hat sich daraus, wie gesagt, ergeben. Ich gucke gerade mal in die Runde. Der junge Mann ist aber nicht da, dass wir einen Praktikanten, den Jonas Grieb, der zum Beispiel hier auch als Helfer entsprechend unterwegs ist, eine Aufgabe gesucht hat, die über Monate beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, im Zuge des Vortrages, den wir im letzten Jahr gehalten haben, wäre das eine gute Sache, wenn du einen entsprechenden Shogun-Editor bauen würdest, damit wir halt, wie gesagt, diese Daten und Dienste, die halt im Desktop beziehungsweise im WebGIS vorliegen, sage ich mal, von der einen oder auch von der anderen Seite her entsprechend administriert beziehungsweise überführt werden können, sodass wir dadurch dann auch eine einfachere Steuerung haben, beziehungsweise durch dieses Publizieren über die GUI, über den GUI Style Editor in QGIS dann auch eine einfachere und benutzerfreundlichere Lösung, sage ich mal, anbieten können. Die Komponenten sind, denke ich, relativ klar. Ich denke, wenn Sie jetzt 1,5 Tage schon hier sind, zu dem QGIS muss ich nicht mehr wirklich was sagen. Das ist im Zuge des Desktop-GIS sehr stark verbreitet, mit viel Funktionalität, mit sehr viel Dynamik. Das merken Sie ja auch in dem Zuge der Vorträge, wie gesagt, die hier gehalten werden, beziehungsweise auch die Lösungen vorgestellt werden, dass Sie da, wie gesagt, verschiedenste Möglichkeiten mittlerweile haben. Und das Angenehme ist da auch, dass Sie die Möglichkeit haben, das über Plugins entsprechend zu erweitern bzw. zu ergänzen.
GeoServer sollte ihn, denke ich, auch als entsprechender Kartendienst, als Java-basierter Dienst, sage ich mal, entsprechend geläufig sein. Der Herr Thomsen hat hier eben auch nochmal einen Vortrag gehalten, wo er verschiedene Server bzw. Kartenserver vorgestellt hat, oder es gab ja auch schon verschiedene Workshops, sodass sie es entweder jetzt schon kennengelernt haben oder, wie gesagt, diesen Kartendienst ja vielleicht auch bei sich schon im Einsatz haben, wo der Vorteil, wie gesagt, ist, dass die entsprechenden Standards vom OGC abgedeckt werden bzw. eingesetzt werden, und halt auch hier ist es sehr flexibel vom Kartenserver her, und sie haben halt auch die Möglichkeiten, über entsprechende Plugins, sage ich mal, das zu erweitern, inklusive der Dokumentation, die Sie vorfinden, ist das, denke ich, vom Kartenserver her auch eine Komponente, sage ich mal, die Sie sehr gut einsetzen können. Die Konfiguration bei dem GeoServer können Sie größtenteils über den Browser, wie gesagt, vornehmen. Und das, was der Herr Adams zum Beispiel im letzten Jahr gezeigt hat, ist, dass, wie gesagt, Sie die Daten, wie gesagt, von dem QGIS heraus entsprechend über den GeoServer Explorer, das QGIS-Plugin, wie gesagt, rausnehmen können. Dann, wie gesagt, in den GeoServer überführen, was, wie gesagt, halt da noch die manuelle Arbeit war, die wir, wie gesagt, dann hin verbessern wollten. Das Shogun, weil ich am Anfang gefragt wurde, wie das Synonym zusammengekommen ist, das ist, wie gesagt, eine WebKit-Suite bei uns aus dem Hause. Haben Sie vielleicht das ein oder andere Mal auch schon gesehen oder gehört. Da gab es zum Beispiel im letzten Jahr auch nochmal einen Vortrag zu, den Sie sich dann gerne in den Videos oder so, sage ich mal, angucken können. Aber kurz zusammengestellt, haben Sie hier eine WebKit-Suite, wo Sie entsprechende Möglichkeiten oder Freiheiten haben, dass Sie verschiedene Clients, sage ich mal, anbinden können, aber auch die Möglichkeit im Zuge der Datenbankunabhängigkeit das PostgreSQL, PostGIS einzusetzen, aber halt auch mögliche proprietäre Lösungen, sage ich mal, damit zu kombinieren, inklusive, sage ich mal, auch den Vorteilen, den Sie bei dem QGIS und auch halt bei dem GeoServer haben, durch das Plugin-Konzept, da auch relativ schnell, sage ich mal, verschiedene Welten, sage ich mal, miteinander zu verbinden. Von der Architektur her vielleicht nochmal kurz erläutert bei dem Shogun, von der WebKit-Suite her, was ich eben gesagt habe, wir haben halt, wie gesagt, den entsprechenden Shogun-Kern, wo wir die Möglichkeiten haben, über das Plugin-Konzept, wie gesagt, entsprechend anzusteuern. Von der Client-Seite her haben wir zwei Clients, die wir, sage ich mal, anbieten. Einmal basierend auf die BaseGIX-Bibliothek, aber halt auch auf das React-Geo, sodass Sie von der Client-Seite her Möglichkeiten haben, im Zuge vom Look and Feel sich auszusuchen, welche Variante Ihnen da vielleicht entgegenkommt. Den Geo-Server, wie gesagt, als Kartenserver haben wir, wie gesagt, im Einsatz, was ich eben schon erwähnt habe, aber halt auch für die Themen Metadaten bzw. Inspire-Konformität, wo wir mit dem Geo-Network arbeiten, bis hin, was weiterhin immer noch ein Thema ist, dass Sie ja auch viele Karten oder Ausdrucke benötigen, wo ein entsprechendes Mapfish-Print-Modul, sage ich mal, drin ist, sodass Sie mit dem Shogun die entsprechende WebKit-Suite haben, wo Sie dann die ganzen Varianten miteinander verbunden haben und dann, sage ich mal, entsprechend Ihre Aufgaben durchführen können. In dem Shogun ist es so, aktuell haben wir die aktuellste Open Layers Bibliothek, wie gesagt, unterstützt. Momentan läuft ja auch das Crowdfunding für das Open Layers 6. Das heißt, wenn die entsprechende Version umgesetzt ist bzw. zur Verfügung steht, werden wir da halt auch zeitnah, wie gesagt, die Komponenten aktualisieren und hochziehen. Und genauso haben wir dann auf einer Klausurtagung, wo wir von der Firma aus im letzten Jahr unterwegs waren, wo wir nicht nur eine Woche die Füße hochgelegt haben, sondern auch das Java entsprechend aktualisiert haben, sodass wir in dem Kern jetzt auch die aktuellsten 11er-Versionen, wie gesagt, vorliegen haben. Da das Thema Dockerisierung, glaube ich, auch immer mehr in den Fokus rückt oder auch, sage ich mal, entsprechende Nachfrage nach sich zieht, haben wir halt auch in dieser Woche, wo wir auf Klausurtagung waren, eine entsprechende Dockerisierung bzw. Docker-Images von allen Geo-Server-Versionen ab der Version 2.5 zur Verfügung gestellt, sodass Sie diese jederzeit nutzen können, aber auch wenn aktualisierte Geo-Server-Versionen vorliegen, Stunden später dann auch das entsprechende Docker-Image, wie gesagt, zur Verfügung stellt. Momentan machen wir noch so ein bisschen Refactoring bzw. halt auch das Release als Docker-Image, wie gesagt, zur Verfügung stellen, sodass wir halt hier in dem Shogun-Bereich auch viele, ich sag mal, technischere Neuerungen vorgenommen haben, die Ihnen dann auch entsprechend zur Verfügung stehen. Einfach mal ein paar Beispiele kurz im Bereich Look and Feel, weil ich eben sagte, wir haben zwei unterschiedliche Clients. Wie gesagt, was Sie jetzt hier gerade sehen, ist entsprechend auf die React Geo
Bibliothek basierend, wo Sie entsprechende Kartenausschnitt haben, Themenauswahl im unteren Bereich, wo Sie dann direkt drüber scrollen können und sich dann thematisch ausgewählte Karten, wie gesagt, nutzen bzw. ansehen können. Für das Bundesamt für Strahlenschutz haben wir beispielsweise eine Lösung hier, die dann auf der anderen Variante mit dem GeoExt, mit der GeoExt-Bibliothek, wie gesagt, arbeitet, die vielleicht in Anführungsstrichen nicht ganz so modern aussehen sollte, aber hier im Zuge als Beispiel mit aufgenommen wurde, weil es eine Vielzahl von Charting, Auswertung und eine ganze Menge statistischen Möglichkeiten gibt, die halt hier umgesetzt wurden und dann auch wieder entsprechend dargestellt wurden. Das Geoportal Koblenz habe ich mal mit aufgenommen, was im letzten September, wie gesagt, online gegangen ist. Das können Sie sich da, wie gesagt, auch gerne angucken, was von der Client-Seite her über React Geo umgesetzt wurde, die dann, wie gesagt, die ganze Shogun-Lösung, wie gesagt, einsetzen und ihr Geoportal in der Stadt sowohl im Inter- als auch im Intranet benutzen bzw. einsetzen. Aber halt auch andere Varianten, wo wir dann mit der Firma Mundialis zusammen im Zuge vom Glasfasernetzausbau auch Module umgesetzt haben bzw. Anwendungen im Bereich Trassenplanung, wo wir entsprechende Berechnungen vorgenommen haben, um beispielsweise die bestmögliche Trasse oder die kürzeste, die kostengünstigste Trasse, die dann im Glasfaserausbau benötigt wird, mit den Kollegen zusammen umgesetzt haben, bis hin entsprechend zur Standortsicherung, wie Sie dann hier auf der Seite sehen, entsprechende Drucktemplates vorbereitet haben, wo dann aus entsprechenden Punktwolkdaten, wie gesagt, die Live-Aufnahmen, wie gesagt, übernommen worden, die Schaltgehäuse dargestellt werden und die entsprechenden Berichte, wie gesagt, dann zur Verfügung gestellt werden. Kommen wir jetzt zu dem QGIS Shogun Editor. Jetzt habe ich dich eben groß angekündigt, Jonas. Vielleicht darfst du einmal kurz winken, weil ich gesagt habe, du hast es entsprechend umgesetzt. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich groß was damit zu tun habe, sondern der Jonas hat das bei uns, wie gesagt, im Sommer letzten Jahres mehrere Monate sich hingesetzt und umgesetzt. Das heißt, wir haben ein entsprechendes QGIS-Plugin geschrieben, beziehungsweise der Jonas, was wie gesagt hier in den GitHub-Komponenten wie gesagt vorliegt, aber auch als offizielles QGIS-Plugin im Repository zu finden ist, wo wir das wie gesagt entsprechend zur Verfügung gestellt haben. Letztendlich ging es darum, sowohl Layer als auch Applikationen aus Shogun heraus in QGIS darzustellen, aber sage ich mal auch im umgekehrten Wege, dass wir wie gesagt aus dem QGIS heraus Layer erstellen können und diese dann halt editieren, konfigurieren und in die Shogun-Applikation entsprechend zu überführen, dass dies halt kein manueller Weg mehr ist, sondern da entsprechend automatisiert funktioniert. Die Idee ist, oder beziehungsweise was Sie jetzt in der Mitte sehen, ist halt die Shogun-Administrationsoberfläche, die Sie dann über den Browser, sage ich mal, konfigurieren können, die entsprechenden Entitäten ansprechen können. Und das Ziel bzw. die Umsetzung war, dass das QGIS-Plugin, was wie gesagt geschrieben wurde, dann über die REST-Schnittstelle mit dem Shogun kommuniziert und wie gesagt die entsprechenden Informationen darüber dann wie gesagt übergibt. Wie sieht das dann aus, bzw. wie können denn dann die Inhalte gelesen werden? Die QGIS-Oberfläche ist Ihnen, denke ich, entsprechend gängig bzw. bekannt. Und dann gibt es halt ein entsprechendes Konfigurationsfenster, was Sie auf der rechten Seite Shogun Editor sehen, wo Sie dann entsprechend draufgehen können und dann über die URL, sage ich mal, anwählen können, die dann beziehungsweise mit der REST-Schnittstelle wieder mit dem Shogun spricht, welchen Layer beziehungsweise welche Applikation Sie haben wollen, geben Username, Passwort ein und dann können Sie die entsprechende Applikation beziehungsweise die Layer, die an der Applikation dranhängen, in das QGIS, wie gesagt, reinladen und haben dann da die Möglichkeit, sie auch entsprechend zu bearbeiten. Aus dem QGIS heraus können Sie auch direkt die Applikation öffnen. Soll heißen, Sie müssen da nicht direkt in das Shogun gehen, sondern Sie können es, wie gesagt, mit rechter Maustaste auswählen, Applikation im Browser anzeigen und kommen dann, wie gesagt, in die entsprechende Web-Applikation, die das Shogun, wie gesagt, darstellt. So, es ist alles erstmal noch kein Hexenwerk, von daher kommen wir jetzt noch ein bisschen zu den Punkten. Applikation erstellen bzw. editieren.
Die Applikation, hatte ich ja eben gesagt, die Sie halt reingeladen haben in das QGIS, können Sie dann von dort aus entsprechend auch steuern und haben die Möglichkeit, wie gesagt, dort, sage ich mal, dies zu konfigurieren. Hier sind dann die Möglichkeiten, die entsprechende Applikation, Name, Beschreibung, Sprache, wie gesagt, auszuwählen, aber dann auch die Möglichkeit, die Werkzeuge, die Sie halt entsprechend vorfinden wollen, da, wie gesagt, halt zu nutzen und einzustellen, bis, das ist ein bisschen der Clou dabei, Sie auch den Kartenausschnitt definieren können, den Sie im QGIS ausgewählt haben, dass der entsprechend in der WebGIS-Applikation, wie gesagt, dann auch direkt eingesetzt und auch umgesetzt wird. Layer erstellen und eine Applikation zuordnen können Sie, wie gesagt, auch entsprechend über die Oberfläche. Sie haben, wie gesagt, hier einmal entsprechenden Layer, den Sie dann in das QGIS einladen können mit dem Country Lakes. Und da haben Sie dann die Möglichkeit, den Layer, den Sie im QGIS vorliegen haben, auch direkt in das Shogun abzuladen. Da geht ein entsprechender kurzer Dialog aus, den wählen Sie dann aus, nach dem Motto Upload Layer to Shogun. Und dann können Sie die Applikation entsprechend auswählen, beziehungsweise finden Sie dann halt auch vor. Was Sie, wie gesagt, dann noch entsprechend hier in dem Einstellungsbereich, wie gesagt, unter Layer, wie gesagt, eingeben, das überführen und dann haben Sie, wie gesagt, den Layer, den wir eben in dem QGIS hatten, mit dem Country Lakes, den Sie dann halt einfach in dem Shogun vorliegen haben und so dann auch die ganzen Komponenten mit übernehmen können. Den umgekehrten Weg können Sie, wie gesagt, genauso vornehmen, dass Sie aus dem Shogun heraus den Layer, wie gesagt, in das QGIS überführen wollen, dass Sie hier von den Einstellungen vornehmen und dann, wie gesagt, auch mit rübernehmen. Okay, das war, wie gesagt, kurz, weil du mir 5 Minuten gezeigt hattest, ein kurzer Überblick zu dem Shogun-Editor, was, wie gesagt, wir in Zusammenarbeit bzw. eigentlich in Arbeit vom Jonas her entsprechend umgesetzt haben, wo Sie, wie gesagt, herzlich eingeladen sind, es zu nutzen bzw. auch zu verwenden, vielleicht auch weiterzuentwickeln, weil, wie gesagt, es liegt halt jetzt vor, aber das ist jetzt die Arbeit, die, wie gesagt, reingelaufen ist. Und die Überlegung ist da, die Unterstützung zu nutzen und auch noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten, beispielsweise Gruppenberechtigungen oder so, direkt über die Oberfläche, sage ich, in das Shogun zu überführen. Und bisher war die Möglichkeit der Vektorsymbolisierung, wie gesagt, die wir dort vorgenommen haben. Rastersymbolisierung war jetzt noch nicht das Thema, was direkt mit drin war. Und aus dem QGIS heraus auch gewisse Font-Symbolisierung. Das heißt, Elemente, die Sie, wenn Sie einen Stadtnamen haben, das ein bisschen drehen wollen, wie gesagt, da auch noch ein bisschen differenzierter darzustellen. Da gibt es sicherlich auch noch Möglichkeiten, das, wie gesagt, umzusetzen. Und bisher war es halt so, dass es in der Version bis zu dem QGIS 3.4, wie gesagt, im Einsatz ist, sodass hier, wie gesagt, auch noch im Zuge des Ausblicks, den wir haben, verschiedene Möglichkeiten sind, sich auch noch einzubringen beziehungsweise das auch noch weiter voranzutreiben. Aber in den Komponenten können Sie das, wie gesagt, entsprechend nutzen und, wie gesagt, auch schon einsetzen. Das wäre es soweit von meiner Seite aus. Und daher vielen Dank erstmal. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Fragen Sie auch gerne den Jonas, wie auch immer Sie das gerne möchten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Thorsten, für den umfassenden Einblick, den man da bekommen hat. Gibt es denn soweit schon Fragen? Dann habe ich mal eine Frage, und zwar, man kann ja aus QGIS direkt einen Layer dann hochladen in das Shogun-Framework. Und was genau passiert da im Hintergrund? Also wenn ich, sag ich mal, eine PostGIS-Datenbank hinten dran habe, wie wird es dann direkt in PostGIS eingespielt? Wird es dann über GDAL gemacht oder wird es dann über die Java-Applikation gemacht, die da im Hintergrund läuft? Das müsste entsprechend, geht das über die REST-Schnittstelle, dass es, wie gesagt, hochgeladen wird und dann, sage ich mal, auch von dem Konzept, sage ich mal, was ich eben vorgestellt habe, dann in die jeweiligen Komponenten dann auch darüber abgelegt wird. Ja, als Nachtrag und als Antwort dazu ist genau richtig. Da verwenden wir ein Plugin, was beim Geo-Server existiert, das sogenannte Importer-Plugin. Geo-Server ist ja eben als Komponente genannt worden. Und das ist ein großartiges Plugin und das erlaubt es halt quasi einen Upload gegenüber dieser REST-Schnelle zu publizieren und der landet dann in den entsprechenden konfigurierten Data-Store und von dort ist es dann in Shogun so registriert, ja, als ob man es auf irgendeine andere Art und Weise eingebracht hätte.